Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Brothers mit mir, Alex von The Free Jesser. Dieser Part ist ebenfalls nachkommentiert. Es ist aber auch der letzte nachkommentierte Part. Und ja, dieser Part ist seit 3 Monaten auf meinem PC. Und das Projekt existiert seit was weiß ich wie vielen Monaten auf meinem PC. Das ist nur eines der Projekte von meinem alten Computer. Das heißt, ich habe es irgendwann mal vor dem Juni angefangen. Ja. Und weil ich jetzt hier gerade so in der Zeit war, wo ich gerne meine alten abgebrochenen Projekte beende, wie zum Beispiel auch Donkey Kong, das ist jetzt ja auch schon fertig, habe ich mich diesmal um Super Mario Brothers gekümmert. Ja, lustigerweise war Super Mario Brothers eher fertig aufgenommen als Donkey Kong, aber auch nur um ungefähr eine Stunde eher, weil ich das alles direkt in einem Tag gemacht habe. Nun, wir haben diese Welt jetzt geschafft, die 5-3, jetzt sind wir hier im Bowser-Level und ich weiß nicht mehr, wie sah es mit dem Leben aus, ich hatte keinen Plan. Habe ich noch viele Leben gehabt? Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall eins verloren. Nee, 2 Leben habe ich noch, okay. Weil ich wusste, im darauffolgenden Part, glaube ich, bin ich mit einem Leben angekommen. Und dann habe ich mich Game Over gehen lassen, weil ich mir dachte, hey, bevor ich jetzt, ja, was hat mir das für einen Sinn, wenn ich jetzt da durchkomme beim Bowser, verliere ich wahrscheinlich sowieso ein Leben. Und bevor ich dann da Game Over gehe, ne? Gut, das ist alles sehr viel mit Timing, was ich in diesem Augenblick nicht geschafft habe. Ich habe ein Safe State gesetzt. Ich weiß nicht mehr, warum ich ein Safe State gesetzt habe in dem Tod. Aber ich habe einen gesetzt. Geschehen aus Versehen, so aus Reflex. Ja, ein Leben habe ich noch. Mein letzter Versuch, Bowser zu stürzen. Und oh, das ist ja schon genial. Werde ich es schaffen? I don't know. Really. I don't know. Auf jeden Fall treffen wir jetzt auf Bowser und... Und er springt und wir sind durch. Okay, Bowser ist besiegt. Und wir finden natürlich Todd. Ja, der rollt sich weg. But our princess is in another castle. 5 Tots. Welt 6-1. Eine Lakitu-Welt. Und... Ah, ich habe gesaved. Okay. Ich habe selber keinen Plan, was ich vor 3 Monaten alles gemacht habe. Das fand ich cool. Ich habe keinen Plan, wie ich das hinbekommen habe. Anscheinend dadurch, dass ich auf den Pilz gestiegen bin, habe ich eine neue Ebene geöffnet. Und das war dann so, als wenn ich theoretisch, ja, weiß ich auch nicht, was ich da gerade versucht habe, das war dann so, wie wenn ich auf einer Plattform gestanden hätte, sobald ich den Pilz bekomme. Dadurch konnte ich immer direkt nochmal springen, bin dann im Sprung gesprungen und jetzt bin ich tot. Ja. Ich hatte nur eben Nase. Weil sie nicht tötet. Nee, den Lakitu habe ich hier nicht getötet. Gut, jetzt müsste aber dahinten doch eigentlich ein Leben sein, was mir diesmal ganz egal ist. Und hier, ja, bekomme ich eine Feuerblume, die mich eigentlich nur groß macht, weil ich halt klein geworden bin. Ich mag bloß den Hintergrund. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Lakitu trollt sich weg und wir haben das Level geschafft. Welt 6-2. Weiß ich nicht, ich glaube, das war jetzt nicht allzu schwer, das Level. Bestimmt sterbe ich da jetzt gleich 5-mal.
Auf der Suche nach dem Pilz. So. Ja, und ich suche eine Röhre, wo man rein kann, denn ich war mir sicher, hier war irgendwo eine. Werde allerdings nicht fündig. Oder suche ich jetzt die Ranke? Ich glaube, ich suche eine Ranke. Genau, die Ranke. Und ich komme da nicht dran. Ich denke mir so, shit. Du kommst nicht an diese Ranke dran. Das ist behindert. Und da habe ich auch schon den Weg zur Ranke gefunden. Bonus-Level. Ja, hier kann man wieder schön Münzen einsammeln. Was ich, glaube ich, auch geschafft habe. Dürfte jetzt auch nicht allzu schwer sein. Sagt's und verkackt's. Sagt's und verkackt's. Ja, dann dachte ich mir auch, geil. Hast du da mal toll hinbekommen. Genius. So, hier war eine Feuerblume. Irgendwo. Oder auch nicht. Gut. Oben die Zeit ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten, deswegen sollte das Level auch mal schnell vorbeigehen, was es jetzt auch tut. Das war Welt 6. Dö. Jetzt kommt 6-3. Was, ja, eine Welt mit diesen Sprungfedern war. Und mit sich hinter bewegenden Plattformen. Gut, ich schnappe meine Feuerblume und springe fast in den Tod. Aber ich meine, ich sterbe ja auch noch ganz billig wegen irgendwas. Ich meine, das habe ich so im Kopf. Ja. Irgendwas richtig Dummes passiert gleich. Wie ein zu kurzer Sprung oder so. Ja. Oh nee, das habe ich auch noch geschafft. Sterbe ich echt nicht? Nein. Okay. Dann habe ich mich da auch vertan. Hälfte des Parts ist um. Wir sind noch gut im Soll. Nächstes Bowser-Schloss. Ja, und wir werden erstmal klein. Ist ja egal, wir haben ja hier den Pilz. Ah ja, ja, ich erinnere mich. Ich komme da nicht runter. Ja, und was mache ich dann? Komm runter und spring jetzt wieder gegen die nächste Feuersäule. Ich glaube, dieses Schloss war eigentlich bloß das erste Schloss, nur mit mehr Feuersäulen und mehr Feuerbällen, die kommen. Da, ja. In dem Game Boy Color Teil konnte man ganz hoch und da war dann Yoshi versteckt und man sieht's in Bowser's Kopf, er wirft Hämmer. So, muss er kurz niesen. Das war unnötig, dazu äußere ich mich nicht. Ja, und jetzt könnt ihr euch irgendwo vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe, als ich es aufgenommen habe. Ich meine, wenn ihr sowas seht. Ja, erstmal saven. Und ein Safe State setzen. Weil, warum saven, wenn man auch ein Safe State setzen kann, ne? Diesmal habe ich es richtig gemacht. Bisher. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die Safe jetzt gesetzt habe.
Ja, und dann springt er oben gegen. Was mache ich da? Hallo. Wahrscheinlich ist gerade irgendwer reingekommen. Ich habe gesagt, nein, jetzt nicht. Daddy. Naja, Bowser ist tot. Oder auch nicht, denn er kommt ja immer wieder. Wir befreien die 6 Tots, die in einem Tot-Kanu durch die Gegend laufen. Badara Prinzi, sie sind in einer Kastele, Mario. I'm so sorry. Wählte sie bei dieser Leiter ein Eislevel, deswegen mache ich am Anfang eine Safe. Weil ich weiß, das könnte hier sehr schmerzhaft werden. Wie ihr sehen könnt, hatte ich recht. Egal, ein Leben noch. Ich glaube, ich habe mir jetzt gedacht, so, scheiß mal drauf, ne, springst du in den Tod. Oder ich dachte mir das nicht und dachte ernsthaft, mit einem Leben komme ich noch weit. Was für ein Idiot. Mit einem Leben verbrauche ich nur Zeit. Naja, wir machen es kurz, hier laufen Hammerbrüder rum. Deswegen habe ich mit einem Leben natürlich gar keine Schnitte. Vor allem, wenn ich den Hammerbruder umarmen will. Déjà-vu. So bin ich eben auch schon gestorben. Gut. Nächster Versuch. Boah, das war knapp. Das war auch knapp, aber diesmal knapp getroffen. Gut, ich scheiße mal auf die Hammerbrüder. Ich meine, was wollen die mir schon anhaben? Ich bin der Incredible Hulk, Mario. Blöderweise kommen da noch mehr Hammerbrüder angeschissen. Keiner mag euch, Hammerbrüder. Oh, und ich wollte eigentlich beide auseinandernehmen. Schafft das nicht ganz. Der springt auf mich drauf. Ja, da habe ich dann eine Sekunde zu lange auf die Speed-Taste gedrückt. Und da sind wieder unsere Best Friends. Die Hammerpisser. Boah, kommt. Gut, wenn man direkt vor ihnen steht, können sie einen nicht treffen. Das ist auch schon ein kleiner Makel, aber man muss erstmal an sie rankommen. Ja, ich weiß, dass bei den Hammerbrüdern Blocks häufig Pilze oder sowas versteckt waren. Und ich weiß, dass da oben auch was versteckt war, aber da habe ich jetzt einfach mal drauf geschissen. Ich meine, ich will lieber durchkommen, als jetzt irgendwas zu sammeln. So, und wenn ich mich nicht täusche, war 7... Ja, 7.2 habe ich glaube ich auch noch geschafft, oder? Ja, 7.2 habe ich noch geschafft. Das Wasserlevel. Ja, setz wieder mal den Safe State. Das wusste ich ja nicht, dass ich so viel Safe States gesetzt habe. Verwendet habe ich eigentlich nie einen. Bis jetzt. Ja, wenn ihr dieses Video seht, guckt mal aufs Upload-Datum. An dem Tag habe ich das Ding nachkommentiert. Und seit dem 18.10. ist es auf meinem PC. Ich habe versucht, mit dem Takt zu schwimmen, aber das hat nicht geklappt. Okay, ein Leben. Das ist jetzt scheiße. Jetzt muss ich durchkommen. Ne, jetzt habe ich versucht mit dem Beatsman. Ich habe gedacht, vielleicht haben die es ja eingebaut, so dass man mit dem Takt schwimmen muss. Und dann, um zu gewinnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und es sieht ziemlich scheiße für mich aus. Hab ich einen Safe-Set? Jetzt sind da noch 2 aufeinander. Double Penetration, wenn ich von denen getroffen werde. Aber wir lassen sie hinter uns und da kommen schon die nächsten Pisser. Gut, dass sie nicht den Boden berühren können, dachte ich mir und laufe einfach an ihnen vorbei. Ich weiß nicht, nach welchem Muster die Fische erscheinen. Ist das geplant auf welcher Höhe oder ist es so random, wann die spawnen? Boah, das war auch glücklich. Da
da bin ich immer oben drauf stehen geblieben. So, und jetzt muss ich irgendwie da runter. Mit sehr viel Taktik, ja. Das war nicht Glück, das war Taktik. So, und jetzt komme ich mit einem Leben in der nächsten Welt, also in 7.3 an. Und wenn das Video startet, ich habe mich dann nach... Ich habe gesaved. Ich habe mich umgebracht und habe dann hier gestartet. Und hier sehen wir uns dann... wir sehen uns im nächsten Mal in dem richtigen Level wieder. Ich habe mich bis dahin dann weitergespielt. Genau, hier habe ich noch versucht, mich zu retten. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.